speichere trotzdem mal. Kommst du voran? Ich habe Schwierigkeiten, Lady Gold zu überzeugen. Nimm es ihr bitte nicht übel. Sie mag nach außen hin abweisend wirken. Aber in ihrem Inneren ist sie genauso verletzlich und unsicher wie der Rest von mir. Sei einfach nett zu ihr. Lad sie zum Essen ein oder so. Hey, das könnte tatsächlich klappen. Ich meine, da wäre ich auch noch von selbst drauf gekommen. Oh, tut mir leid. Ich bin immer so unnütz. Mach dir keine Vorwürfe. Ich schaff das schon. Ich glaube. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt auf jeden Fall keine Schnabeltiere. Keine Schnabeltiere? Bist du dir sicher? Ja, die haben alles, außer Schnabeltieren. Na gut, warum nicht? Mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke hier rauskomme. Also los, lade mich ein. Ich warte. Kann ich dich für ein Roman... Eine Einladung zum... Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch... Erst mein... Was ist das? Es ist und... Eine... Was wird denn da... Es gibt auf jeden... Keine Schnabeltiere? Bist du denn... Ja... Na gut, mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke... Also los, lade mich ein. Ich warte. Warte hier. Ist das einfach... Natürlich. Gut. Das eine Klasse von... Ich muss nur einladen. Das war eine Einladung. Okay. Ich brauche jetzt echt noch... Ich dachte, das mit dem Schnabel hier funktioniert. Das ist nämlich das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Vielleicht weiß der eine da unten was. Mit dem habe ich schon lange nicht mehr geredet. Ist immerhin ein Dichter. Klopf, klopf. Du schon wieder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Es ist nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik? Was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier? Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier.
Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben. Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen Sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Speichern. Hm? Himmel, du gibst wohl nie... Ja. Wie mit der... Ist das ein... Gut, das erhöht... Eine Klasse. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na, was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Hm, diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Der kann was erleben. Paps? Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerennöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl! Den Sektempfang kann ich ihm leider nicht mehr kaputt machen. Das romantische Abendessen schon. Dieser Halunke. Die anderen beiden Golds waren wenigstens von mir noch angetan, aber diese ist... Das ist ja wohl die Höhe.
mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Dem eigenen Sohn! Wie bitte? Sie sind Rufus Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Haldenbaby. Das ist nicht wahr! Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Cole, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend, wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werde ich sowas von in die Parade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Aber... Du hast die Lady gehört. Rufus, wir wollen hier in... Kannst du... Aber... Du hast die... Rufus, wir... Kannst... Aber... Du... Rufus, wir... Kannst... Aber... Du hast die... Ein nobler Tierschutzaktivist wie ich hält sich nicht mit Symptomen auf. Er packt das Unrecht an der Wurzel. Und wenn das schief geht, kann er immer noch alle Schnabeltierbrutstätten der Umgebung in die Luft sprengen. Einen Augenblick, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Für mich... Wie Sie... Oh, ja. Ja. Willkommen! Kann ich überhaupt hier wegnehmen? Doch! Flugschnabeltier ist wohl vorerst. Ein Hinweis, ich brauche einen Fackel. Ich hab die noch nicht mal. Ich kann noch nicht mal mit denen mehr mal was machen, was? Ist das ein Bug? Ich denke immer gleich sofort an einen Bug. Das ist nicht meine eigene Dummheit, nein. Aber jetzt mal im Ernst, ich konnte vorhin noch was machen, jetzt gar nichts mehr. Das heißt, ich kann denen eigentlich nichts mehr vermasseln. Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Dieses Rätsel... Ja, aber ich muss doch mit denen... Ah, jetzt. Okay. Rufus, wir kannst... Aber du hast... Rufus, wir kannst... Aber... Ah! Er hat doch diesen, bestimmt diesen Stöpsel im Ohr, oder? Zumindest war da was. Mit einem Stöpsel.
Klopf, klopf. Hm, du schon? Ich müsste mir mal dein Funkgerät ausborgen. Niemals. Ach komm schon, von Dichter zu Dichter. Ich bin Dichter. Du hingegen bist nicht einmal ganz dicht. Aber... Nein! Die Wanze kitzelt. Keine Sorge. Solange du dir das Ohr gewaschen hast, besteht auch keine Gefahr, dass sie es mit einem Wanzenklo verwechselt. Ach so. Na dann. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Ha, alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Hm. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Okay. Nein! Du bist zweimal runtergedrückt. Mach's gut, gell? Gut, ich brauch das Funkgerät, glaube ich. Oh Mann, hör doch mal auf! Vielleicht bin ich bei der Sieger, was? Selten so hässliche Fische. Gut, dass die... Spuren eines Dates. Dieser Hallo. So, was ist das? Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Genau. Das wird klappen. Crane! Crane! Was ist? Du, ich hab hier noch was gefunden. Ein letztes. Nein! Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein Funkgerät? Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Okay, damit werde ich ihm jetzt das Date versauen. Rufus, wir wollen hier in Ruhe. Aber du hast... Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst. Wie schon damals. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Zwischen uns hatte es bereits gefunkt, bis dieser Verräter kam. Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Das versuche ich erst gar nicht. Meine Sachen riechen schon genug nach totem Fisch. Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Was ist denn bloß los? Ich hatte Schraubenzieher als so nützlich in Erinnerung.
Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst. Wie schon damals. Ja, warum komme ich denn in dieses fucking Menü? Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Hallo? Paps? Rufus, ich gehe duschen. Hallo? Rufus, geh sofort, ich gehe duschen. Wie? Lass mich in Ruhe, ich muss ab. Ein dreifaches. Nichts. Ich hab keinen Plan. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr nachzudenken gerade. Was könnte ich mit diesem scheiß Ding machen? Ich habe doch gar nichts, womit ich es so kombinieren kann. Und wenn ich es benutze, dann meckert der rum. Hallo? Ruf dich auf dich ab, du störst wie schon. Vielleicht muss ich das dem Dingens geben. Aber wer ist der so. Warte mal. Kann ich das überhaupt jemandem geben? Okay, mach du mal was. Hey, psst! Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltier-Romantik oder Menschenromantik? Psst. Es geht los. Ah, zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Oh, da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh oh. Geht's? Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segel ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke.